Herzlich willkommen zur ersten Videoausgabe von 100 Monkeys in diesem Jahr. Ich freue mich sehr über meinen heutigen Gast. Der freischaffende Philosoph Bertrand Stern ist bei mir. Herr Stern, schön, dass Sie nach Hamburg gekommen sind. Herzlichen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Freue mich, dass Sie da sind. Ihre Forderung ist ja eine ungewöhnliche: Ausbruch aus der Schulpflicht. Und wenn man das zunächst hört, dann empfindet man das als ungewöhnlich, kann es sich gar nicht vorstellen. Aber je mehr man sich mit Ihren Publikationen beschäftigt, desto mehr fragt man sich, wie kann es eigentlich sein, dass wir unsere Kinder in eine Institution schicken, die nicht ihre persönlichen Talente fördert? Was ist Ihre Antwort darauf? Die erste Antwort wäre, dass ich mich auch frage, was da eigentlich los ist, wieso wir uns so wohlerzogen verhalten, ob wir eigentlich unsere Töchter und Söhne lieben, ob wir sie beachten, ob wir sie wahrnehmen, ob wir auch ihre Not wahrnehmen. Es gibt ja solche, die gerne hingehen, die sollen das ja auch gerne tun. Es gibt aber offensichtlich eine immer größer werdende Zahl an jungen Menschen, die sich in der Schule nicht wohlfühlt und die das zum Ausdruck bringt. Und wo ich mir dann einfach die Frage stelle, hallo mal, merkt ihr das überhaupt nicht? Ihr, die Mütter und Väter, ihr, die Behörden, ihr, die Leute, die damit zu tun haben. Natürlich merken sie das, denn dafür gibt es ja Anzeichen, dass es ein Unwohlsein gibt. Die Anzahl der kinderpsychiatrischen Fälle nimmt zu, die Anzahl der Nachhilfe, wir sind Weltmeister in der Nachhilfe. Ja, ich habe gerade gelesen, ich glaube allein in Deutschland 800 Millionen Euro jedes Jahr für Nachhilfe. Das ist ja ein Riesenwirtschaftszweig. Eben. Und so weiter. Und wir könnten natürlich noch andere Beispiele nennen. Ich will nur auf das Kinderpsychiatrische nochmal hinweisen. Ritalin. Es werden immer mehr Ritalin. Es wird immer mehr Ritalin verschrieben. Warum wohl? Weil Menschen sich nicht wohlfühlen. Jetzt ist die große Überlegung, wenn wir daraus die Schlussfolgerung ableiten wollen, sind die Menschen krank oder sind sie gesund? Aus der Sicht des Systems sind sie krank, werden sie auch krank gemacht und werden in der Krankheit entsprechend auch gelassen und behandelt, was ja gar nicht zu behandeln ist. Aus einer radikaleren, systemischen Sicht heraus sind die Menschen ja gesund. Sie reagieren ja auf eine ungute Situation. Wir müssen ja die Sachen so benennen, wie sie sind. Diese ungute Situation ist ein Ergebnis des Nationalsozialismus. 1938 wurde in Deutschland durch den damaligen Schulminister Bernhard Rust der Schulanwesenheitszwang, also die Schulpflicht, eingeführt, die absolute. Und das ist selbstverständlich ein nationalsozialistisches Gebot, dass alle durch diese nationalsozialistische Schule sollten und mussten. Das gab es ja vorher in dem Sinne nicht. Es gab ja vorher eine Pflicht zum Wissen, zur Beschulung, aber das war nicht eine Pflicht, in der Schule anwesend zu sein. Da gab es viele Möglichkeiten, dem zu entkommen, beziehungsweise was anderes zu machen, was nicht so. Aber auf einmal entsteht seit 1938 dieser von mir sogenannte Schulanwesenheitszwang, und das wurde in der Phase der Bundesrepublik, des Grundgesetzes, einfach vergessen. Es wurde einfach weiter tradiert. Und es ist ein Skandal, dass wir in einer modernen Welt wieder besseres Wissen, ein nationalsozialistisches Gebot, weiterhin aufrechterhalten, koste es, was es wolle, um jeden Preis, mit aller Gewalt. Drehen wir die Uhr mal zurück. Erzählen Sie mir von Ihrer Kindheit. Also, Sie sind zur Schule gegangen, und wann ist Ihnen bewusst geworden, dass Schule aus Ihnen nicht das macht, was Sie gerne werden möchten? Ich habe das Glück oder das Pech gehabt, aufzuwachsen in einer Familie, für die Schule nicht wesentlich war, ganz im Gegenteil, die sich aber nicht traute, der Schule Paroli zu bieten. Das heißt, der einzige Ausweg, der für mich möglich war, war der Schulwechsel. Und so habe ich in meinen ersten Lebensjahren eine Vielzahl an Schulen aufgesucht in verschiedenen Ländern, immer wieder in der verzweifelten Suche nach etwas anderem, was vielleicht möglich wäre, was aber nicht möglich ist. Es ist mit der Schule, so wie mit anderen Institutionen, die Systeme sind sich überall gleich. Gut, die Uniformen in den Armeen dieser Welt werden in der Farbe vielleicht ein bisschen variieren, aber Armee ist immer Armee und Schule ist eben immer Schule.
Und da ich mich ja nicht wohlfühlte, beziehungsweise da es offensichtlich war, dass ich da sozusagen misshandelt wurde, wurde dann alsbald nach einer anderen Lösung gesucht, die in den aller seltenen Fällen gefunden wurde. Und so habe ich eine Vielzahl an Schulen, ich wiederhole, in verschiedenen Ländern aufgesucht, bis ich dann mal aus dem Alter raus war und dann einfach die Sache sich von selbst erübrigt hat. Das heißt, aus heutiger Sicht, wenn Sie heute Schüler wären, hätten Sie Ritalin bekommen? Das weiß ich nicht, vielleicht noch viel schlimmer, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was aus heutiger Sicht passieren würde. Es könnte ja auch sein, umgekehrt, wird ja ein Schul raus, es könnte ja auch umgekehrt passieren, dass die Maßnahmen der Schulbehörden, die heute viel gewalttätiger geworden sind, die Maßnahmen und die Behörden natürlich auch, dass das natürlich meine Eltern dermaßen auf die Palme gebracht hätten, dass diese Eltern eine andere Reaktion gehabt hätten. Statt also zu glauben, wir müssen die ideale Schule finden, hätten sie einfach gesagt, nee, das geht aber überhaupt nicht, Schluss damit. So. Und diese Möglichkeit, also es gab ja noch eine gewisse Unschuld in meiner Jugend. Man hat gesagt, ja, vielleicht können wir so oder vielleicht auch die Lehrerschaft war nicht unbedingt so beamtenmäßig treu. Es gab noch einen gewissen Versuch, auf den Menschen einzugehen. Ich leugne ja nicht, dass die Lehrerschaft vielleicht bemüht ist, aber die Behörden, zumindest in den mittleren Etagen, die sind gar nicht bemüht. Die sind nur darum bemüht, Normen anzuwenden und durchzusetzen, koste es, was es wolle. Wenn ich heute die Schule sehe, ich habe selber drei Kinder, dann stelle ich aber schon fest, dass die Schule sich für neue Themen öffnet. Also man versucht zumindest kreativer zu sein, man versucht mit den Kindern mehr auch draußen Ausflüge zu machen. Man hat, glaube ich, schon festgestellt, dass es so nicht weitergeht, aber natürlich bekommen die Kinder diese Grundthemen wie Mathematik und all die anderen Fächer. Mathe ist, glaube ich, das schlimmste Fach für alle, für diejenigen, die es nicht verstehen, und ich glaube, auch 90% der Nachhilfe jetzt gefühlt, würde ich mal sagen, fließt in Mathematik. Es aber trotzdem am Ende so ist, dass die Kinder ein bisschen mehr von dem profitieren, dass die Schulen sich öffnen, aber dennoch, Sie sagen es selber, die Quote an Kindern, die jetzt zum Beispiel unter Ritalin gesetzt werden, steigt. Liegt es sozusagen daran, dass wir heutzutage Kinder haben, die, wenn sie zur Welt kommen, ihre Seelen viel feinfühliger, viel empathischer sind? Es sind zwei Punkte, auf die ich eingehen möchte in Ihren Aussagen. Zwei ganz unterschiedliche Aspekte, die ich gerne aufgreifen möchte. Der eine Aspekt ist, wir haben ein brüchiges Gebäude, das nicht fundamentiert ist. Und gegen diese Brüche werden die Risse zugekleistert. Davon wird das Gebäude nicht richtiger. Ich bringe Ihnen als Beweis des Gegenteils die einfache Frage, wenn das System Schule einigermaßen erträglich und angenehm wäre, wofür der Zwang? Muss man uns zwingen? Warum denn? Die Tatsache, dass die Schule auf Zwang beruht, ist an sich schon ein Zeichen, dass etwas nicht stimmt. Denn wir wissen, dass unter Bedingungen von Zwang Menschlichkeit nicht sich entfalten kann. Wir wissen, dass Leben so nicht sich entfalten kann. Wir wissen auch, dass Menschen nicht unter Bedingungen des Zwanges sich dem öffnen können, was sie gerne entdecken würden und so weiter und so fort. Das heißt, das ganze Gebäude ist brüchig und stinkt zum Himmel. Und davon wird es nicht besser, wenn wir jetzt noch diese oder jene kleine Veränderung, sogenannte Reformchen oder wie auch immer. Also wenn wir uns öffnen, dann ist das irgendwie nur ein kleiner Schritt in die richtige Richtung, aber das Ganze wird dadurch nicht positiv verändert. Naja, in die richtige Richtung bezweifle ich sehr. Aber es bringt nichts. Es nützt nichts. Das System bleibt trotzdem so, wie es ist, mit allen Konsequenzen. Denn wir müssen, ich bleibe noch bei dem ersten Punkt, denn wir müssen eines berücksichtigen: Das System Schule wird aufrechterhalten durch eine betonköpfige mittlere Behördenebene. Das heißt, nicht die Lehrerschaft ist das Problem, im Gegenteil, die tut mir ja richtig leid. Und nicht die Kultusminister sind das Problem, denn die könnten sich ja öffnen. Für die gibt es gewisse Erkenntnisse, sie kriegen sie aber nicht durchgesetzt gegen einer mittleren Behördenebene. Und die sind das Problem.
die sind einfach in ihrem Denken völlig orientiert an dem, was sie immer schon gemacht haben, egal von wann, für die gibt es nur Normen. Das ist der eine Bereich, auf den ich hinweisen wollte, der eine Punkt. Das heißt, Schule ist Schule und bleibt Schule. Und um dieses noch zu dokumentieren, um diesen ersten Punkt abzurunden, der Begriff Schule ist in Deutschland ein staatlich geschützter Begriff. Die mittlere Behörde oder die mittlere Etage der Schulbehörden definiert, was Schule ist. Das heißt, alles, was Schule ist, ist in Deutschland durch diese Behörden zu genehmigen oder abzulehnen. Es gibt 5 Ausnahmen, die ich aus Gründen des Humors gerne benennen möchte. Das ist die Hundeschule, die Baumschule, die Fahrschule, die Volkshochschule und die Musikschule. Das sind die 5 mir bekannte Ausnahmen, in denen es nicht primär um die Schulbehörde geht. Ansonsten ist der Begriff besetzt und es hat also keinen Sinn, irgendetwas Schulisches machen zu wollen, denn alles, was den Begriff Schule tragen würde, würde von auf Anhieb von dieser Schulbehörde reglementiert und entsprechend auch verboten. Ich möchte jetzt auf einen anderen Punkt noch zurückkommen, der mir in Ihren vorigen Aussagen aufgefallen ist und der mir sehr wesentlich erscheint. Aber dafür muss ich sagen, ich bin begrifflich sehr pingelig. Mhm. Das ist für viele Menschen unangenehm, aber das hat den Vorteil, dass die Dinge dann wenigstens geklärt sind. Und unter den Begriffen, die für mich an sich schon Teil des Problems sind, gehört das Wort Kind. Das Kind, ein sächliches Ding, ein Objekt also, ein Objekt der Begierde, entweder der Eltern oder des Staates, auf jeden Fall ein Mensch, der kein Subjekt ist oder der nicht Subjekt sein darf, ein Wesen, dem gewisse Selbstverständlichkeiten und Rechte aberkannt werden oder gar nicht erst zuerkannt werden, ein Mensch, der nicht die Möglichkeit hat, ich zu sagen und sich auch entsprechend zu artikulieren, dem also eines der Fundamente unserer freiheitlich-demokratischen Gesinnung vorenthalten wird, nämlich die Würde. Mhm. Artikel 1 des Grundgesetzes, die Würde des Menschen ist unantastbar, aber da es ja Kinder sind, sind das ja keine Menschen, also steht ihnen auch die Würde nicht zu. Und ohne diese Idee, diese Ideologie der Kindheit, sprich also die Vorstellung, der Mensch wird vielleicht noch als Baby geboren und dann wird er zu das Kind. Und da ist er nichts, da er nichts ist, muss er ja in ein Reservat gepfercht werden, nämlich in das Reservat der Erziehung, auch der staatlichen Erziehung, sprich der Schule. Und irgendwann mal, nachdem er diese 15, 20 ersten Jahre durchlaufen hat, könnte er vielleicht Mensch sein, aber diese 20 Jahre, die er da durchlitten haben mag, sind so prägend, dass er eben als wohlerzogener, angepasste, zivilisationskonforme, uniformierte Typ daraus kommt, als Bürger oder Bürgerin, so wie das System es brauchen könnte. Wir haben aber ein Problem. Das System kann sich nicht weiterentwickeln. Es hat seine Grenzen schon lange überschritten. Das heißt, wir wissen, dass es nicht weitergeht und wir können sehenden Auges beobachten, dass wir eine Generation nach Prinzipien des 19. Jahrhunderts heranzüchten für eine Welt, die im 21. Jahrhundert niemals so aussehen kann, wie sie vorher gewesen ist. Und diese Diskrepanz, je länger sie dauert, desto teurer wird sie dann, desto unmenschlicher, desto gewalttätiger, desto grausamer. Ohne Kind gibt es keine Schule. Ohne Kind gibt es Menschen und Menschen sind Wesen, die vom ersten Atemzug bis zu ihrem letzten das intrinsische Bedürfnis empfinden, frei sich zu bilden. Und da braucht man kein System, das ihnen vorschreibt, wann sie wie, wo, was entdecken müssen, sondern wir brauchen selbstverständlich Einrichtungen, wir brauchen Orte, wir brauchen Mitmenschen, die in der Lage sind oder die günstig sind, damit Menschen ihre eigenen Bedürfnisse merken, spüren und diese dann auch tatsächlich zur Entfaltung bringen können. Das ist aber ein fundamental anderes Menschenbild, wenn wir uns von der Begrifflichkeit und von der Vorstellung von Kindheit verabschieden. Aber wie sieht selbstbestimmtes Bilden für Sie aus? Frei sich zu bilden. Wie soll das funktionieren in einem System, in dem die Eltern teilweise beide, heutzutage sogar meistens beide arbeiten müssen, um den Lebensunterhalt zu verdienen? Sie stellen eine Frage, die, ich bitte um Entschuldigung, in sich unsinnig ist.
Und das möchte ich Ihnen gerne erläutern, mit der Bitte um Entschuldigung für die krude Anmerkung. Dieses System ist kontraproduktiv. Wir müssen unheimlich viel schuften, um Geld zu verdienen, das eingesetzt wird, um eben dieses System aufrechtzuerhalten. Nehmen wir ein Beispiel. Das System Schule kostet einen Wahnsinn. Dafür gibt es aber noch die vor der Schule vorgeschalteten Institutionen wie Kita und Horte und so weiter. Wer soll das finanzieren? Natürlich muss das finanziert werden, indem Mutter und Vater arbeiten gehen. Das Problem ist, wir haben keine Arbeit mehr. Was sollen wir noch alles tun? Also das Stichwort heißt, Industrialisierung 2.0. Robotisierung und so weiter. Wir haben, das heißt, heute, das können Sie von volkswirtschaftlich orientierten Menschen feststellen, heute kostet das Erschaffen der Arbeit mehr als das, was sie erbringt. Seit Jahrzehnten ist bekannt, dass es ein Höchstmaß an Aktivität geben müsste und dass das Überschreiten dieses Höchstmaßes, einige sagen 4 Stunden am Tag, dass das Überschreiten dieses Höchstmaßes dann mehr kostet, als was es bringt. Jetzt stellen wir uns mal vor, ich gehe einfach mal davon aus, wir hätten diese 4 Stunden Aktivität pro Tag. Wir hätten 20 Stunden am Tag für uns, für den Mitmenschen, für unsere Töchter und Söhne, die wir doch lieben. Wir hätten Zeit, um mit ihnen etwas zu machen. Was würde denn damit alles wegfallen? So, jetzt ist aber noch bei den 4 Stunden noch die Vorstellung der Arbeit, die sozusagen ein Muss ist. Muss aber gar nicht. Es könnte ja eine Freude sein. Das heißt, es fallen viele Dinge weg, die heute sozusagen ein Ergebnis eines Systems sind, das es einfach nicht mehr gibt. Das heißt, wir haben hier, und das war das, was ich mit dem Unsinnigen meinte, wir haben ein System, das in sich zusammenbricht. Und die Schule und die Arbeit ergänzen sich und potenzieren sich in der Negation. Da wir aber die Arbeit nicht mehr haben können und sie uns auch bald nicht mehr leisten werden, fragt er sich, müssen wir noch die Schule aufrechterhalten? Wer soll sie noch finanzieren? Wer soll noch diese Gelder aufbringen, die für dieses kontraproduktive System notwendig sind? Und da beißt sich die Katze in den Schwanz. Ich hoffe, immer ein schönes Bild zu haben. Ich rede von einem Luftballon, das jetzt zu voll gemacht worden ist. Und sage ich, spielt doch gar keine Rolle, wo sie reinpieksen. Ob oben, unten, links oder rechts. Ein Loch drin und es ist die Luft, die ist raus, im wörtlichen und im übertragenen Sinne. Und so wird es da auch sein. Irgendwann mal werden die Leute sagen, mit mir nicht mehr. Und wir wissen, dass es eine Vielzahl an Menschen gibt, die aus dem System der bisherigen Arbeit ausgebrochen sind und für die das Leben eine andere Bedeutung bekommen haben. Das heißt, also es ist meistens besser geworden. Ja, aber nicht innerhalb der bisherigen Arbeitsmoral, der Arbeitsvorstellung, sondern Menschen, die da ausgebrochen sind, streben nach einer anderen, ich sag mal, erfüllenden Tätigkeit, einer Aktivität. Ich meide da das Wort Arbeit, das für mich ja negativ besetzt ist, und komme mit Bedacht auf die Begriffe wie Aktivität oder Beschäftigung oder Auseinandersetzung. Ja, und dann haben die Dinge einen völlig anderen Wert. Es darf, das möchte ich natürlich gerne warnen hinzufügen, es darf natürlich nicht in Selbstausbeutung münden. Das wäre natürlich blöd. Kommen wir nochmal in die Praxis. In so einer Großstadt wie Hamburg, wie stellen Sie sich das vor? Was passiert mit den Kindern jetzt in den Familien, also zum Beispiel auch gerade beim Thema Mediennutzung? Also ich stelle mir jetzt gerade vor, die Schulen sind nicht mehr pflichtig. Viele Eltern entscheiden, die Kinder bleiben zu Hause, setzen sie vor den Fernseher. Das ist ja nicht das, worauf Sie hinaus wollen. Das ist das Horrorszenario, das immer wieder genannt wird und durch Wiederholung nicht richtiger wird. Es gibt in einer Stadt wie Hamburg, wie überall auf der Welt, Interessanteres zu tun,
als zu Hause zu hocken. Definitiv, aber dafür ist ja Bewusstsein notwendig. Also das ist ja wie mit der Ernährung zum Beispiel auch. Es gibt bessere Nahrung, aber viele Leute setzen ihren Schwerpunkt nicht auf bessere Ernährung, sondern laufen einmal oder zweimal oder sogar dreimal die Woche zu McDonald's und essen das Zeug, was ihnen gar nicht gut tut. Das heißt also, woher kommt dann dieses Bewusstsein, die Kinder eben nicht vor den Fernseher zu setzen? Lass uns doch bitte davon ausgehen, dass jeder Mensch, der geboren ist, erstmal gesund ist. Ja. Solange er nicht durch Maßnahmen der Wohlerzogenheit dazu verführt worden ist, von seiner Gesundheit abzugehen, können wir davon ausgehen, dass er sich dann auch für das Gesunde entscheiden würde. Das heißt, das, was Sie genannt haben, von mir aus McDonald's, aber da gibt es ja andere Beispiele, auch der Medienkonsum, all das beruht auf einer allmählichen Sozialisierung im Sinne des Systems. Diese Sozialisierung ist aber an sich nicht gesund und auch nicht natürlich. Es ist eine Sucht, oder? Es ist eine Sucht. Und dieses Suchtverhalten bringt sehr viel Geld ein. Genau. So. Jetzt ist die Frage, wollen wir als Mütter und Väter süchtige Töchter und Söhne heranzüchten? Oder wollen wir im Gegenteil dafür sorgen, dass sie gesund sind? Wenn sie aber gesund sind, dann werden sie nicht den ganzen Tag vor der Glotze hocken oder vom Computer und sie werden auch nicht bei McDonald's konsumieren, sondern sie werden aufgrund eines gesunden Bedürfnisses danach rufen, dafür richtige Antworten im Sinne einer richtigen Befriedigung zu finden. Das heißt, ihre Befürchtung, die ja von vielen Menschen geteilt wird, sie sind da nicht einzigartig, ihre Befürchtung ist typisch für das System, in dem es heißt, wir haben die Bedingungen, wir haben sie aber gar nicht. Lassen Sie mich nur ein Beispiel nennen. Ja. Es gibt außerhalb Deutschlands Länder, in denen es keinen Schulanwesenheitszwang gibt. Frankreich zum Beispiel. Frankreich, Italien, Österreich, England, Irland und eine Vielzahl an anderen Ländern. Mhm. Sind da laute Menschen krank? Sind die Barbaren? Können die nicht lesen, nicht schreiben? Sind die völlig verrückt? Sind die nur, ich weiß nicht was? Nein! Wir wissen beispielsweise durch die Studien von Alan Thomas, auch in seinem jetzt gerade publizierten neuen Buch über nicht verschulte Menschen, wissen wir, dass Menschen, die nicht der Institution Schule ausgesetzt werden, die nicht dem Zwang ausgesetzt sind, dass da Menschen sind, die entsprechend ihrem inneren Bauplan, möchte ich beinahe sagen, die Möglichkeit haben, erstmal Vertrauen zu haben in die Kompetenzen, die sie mitbringen, Vertrauen zu erwecken, damit andere, ihre Mütter, ihre Väter, ihr Umfeld und so weiter, Vertrauen in sie hegt und aufgrund dieses Vertrauens dann entsprechende Kompetenzen an den Tag legt. Ein Gegenbeispiel. Wir haben in Deutschland bekanntlich diesen Schulanwesenheitszwang und wir sollten ja davon ausgehen, dass ein jeder in Deutschland lebende Mensch ungefähr 8 bis 10 Jahre in der Schule gewesen ist. Wir sollten davon auch ausgehen, dass all diese Menschen Lesen und Schreiben gelernt haben. Für mich ein negativ besetzter Begriff, aber ich gebrauche ihn jetzt mal. Wir leisten uns in Deutschland derzeit, das sind offizielle Zahlen, die habe ich nicht erfunden, den Luxus von etwa 7,5 Millionen Menschen, die als funktionale Analphabeten gelten. 14% der erwachsenen Bevölkerung sind Menschen, die nicht des Lesens und Schreibens mächtig sind. Sie sind alle in der Schule gewesen. Jetzt möchte ich noch dem sofort etwas hinzufügen. Erstens ist das ein Beweis für das Versagen der Schule, weil kein Mensch von Natur aus nicht das Bedürfnis hätte, wenn das Lesen und das Schreiben im kulturellen Umfeld sind, sich dem zu verweigern. Dazu darf ich ein Zitat aus Ihrem Buch bringen, Saat der Freiheit, als ob ein Mensch jemals bildungsfern sei. Genau, genau. Zweitens, es sind diese funktionalen Analphabeten geniale Persönlichkeiten. Man muss sich mal vorstellen, in einer Welt, in der die Buchstaben eine so große Rolle spielen, gibt es unter uns 14% an erwachsenen Menschen, die nicht lesen und schreiben können und trotzdem leben.
Wofür ist diese Zahl bedeutsam? Sie zeigt aus meiner Sicht das Kontraproduktive des schulischen Systems. Denn diese Menschen wurden auf dem Altar einer ideologischen Systematik geopfert. Sie hätten, wenn man sie in Ruhe gelassen hätte, selbstverständlich die Bohrstand entdeckt. Das will ein jeder Mensch, aber niemals so, wie es das Schulsystem vorgeschrieben hat. Es ist eine Katastrophe. Es ist wirklich eine Katastrophe, die da produziert worden ist, völlig vergeblich. Und die sogenannten Alphabetisierungskurse werden das nicht besser machen, im Gegenteil. Sie werden dann schon wieder in schulische Bedingungen reingesetzt. Aus dem Grunde funktionieren sie auch nicht. Die Schule bleibt somit aber die Institution, die quasi dem neokapitalistischen System hilft, den Menschen weiter als Objekt auszubeuten. Das ist sehr treffend formuliert. Die Schule ist vor allem die Selektionseinrichtung, die Selektionsinstitution, die Institution, die einen, ich gebrauche einen ja, etwas barbarisch klingenden Begriff, die eine sogenannte Triage vornimmt. Eine Triage ist eine Aussonderung. Das heißt, du kannst nichts, du bist ein Versager und du bist top, genau, weil du alles verstehst. Genau. Und jetzt aber zwei Anmerkungen dazu, die mir sehr wesentlich erscheinen. Diejenigen, die im System Schule als top betrachtet werden und so rauskommen, sind zwar die Erfolgreichen in der Schule, das heißt aber noch lange nicht, dass sie im Leben tatsächlich lebensfähig sind. Diejenigen aber, die in der Schule als Gescheiterte gelten, werden dann auch noch gestempelt, stigmatisiert, gebrandmarkt also und ausgesondert. Sie bekommen einen Stempel und die gehören dann zu den bildungsfernen Schichten. Und das ist eine Frechheit, es ist eine Unverschämtheit, weil erstens, wie Sie vorhin das Zitat brachten, kein Mensch von Natur aus bildungsfern ist und zum anderen, statt dass die Schule die Verantwortung übernimmt dafür, dass man sie also zur Rechenschaft ziehen kann und dass man sagt, ihr seid verantwortlich dafür, dass ihr bildungsferne Menschen produziert habt, sorgen die dafür, dass Menschen entsprechend abgeurteilt und abgestempelt werden. Es ist katastrophal. Aber das ist halt in vielen Bereichen unserer Gesellschaft so. Da könnte man jetzt bei der Pharmaindustrie sagen, die kann man nicht für die Nebenwirkungen verantwortlich machen. Also wir scheinen einfach in so einem System zu leben, in dem der Mensch selbst nicht mehr denken soll. Ja, aber Sie dürfen denken und wenn Sie ein Medizinprodukt nicht mögen, dürfen Sie es auch ablehnen. Aber das Problem ist, wenn der Arzt es sagt, dann hat der Arzt halt diese Position von, wenn der das sagt, dann wird es mir gut tun. Das mag ja sein, das beruht aber auf Wohlgläubigkeit. Klar. In der Schulmedizin. Wenn wir aber erkennen, dass der Arzt gar nicht ein Halbgott in Weiß ist, sondern dass es nur ein Arzt ist und dass er vielleicht im Gespräch zu anderen Schlussfolgerungen gezogen werden könnte, das habe ich ja erlebt und erlebe es auch immer wieder von anderen, dann können Menschen sagen, tut mir leid, dem möchte ich nicht mehr folgen, ich möchte mich von diesem System, das mich vergiftet, das mich süchtig macht, unabhängig machen, ich möchte andere Wege der Gesundheitspflege und der Genesung auswählen. Was würden Sie Eltern jetzt raten, deren Kinder nicht mehr zur Schule gehen wollen, die aus dem System ausbrechen wollen? Erstmals möchte ich überhaupt nicht raten, ich kann gar nicht raten. Die Situation ist nicht die, dass es hier um eine neue Pyramide gehen könnte, um neue Götter, die dann sagen, so und so musst du es machen. Die Situation stellt sich anders dar und die würde ich gerne etwas eingehender vorstellen, damit das ganz klar ist. Wir haben es zu tun mit jungen Menschen, die ganz eindeutig zum Ausdruck bringen, dass es ihnen nicht gut geht. Ihre Mütter und Väter haben in dieser Situation zwei Möglichkeiten. Entweder sie verhalten sich wohlerzogen, systemkonform, gewalttätig und sie zwingen ihre Töchter und Söhne im System zu bleiben. Oder aber es gibt, aus welchen Gründen auch immer, das kann ein Bloggespräch sein, es kann ein Film sein, es kann ein Vortrag, ein Buch, irgendetwas sein. Auf einmal erkennen sie etwas, vielleicht auch aus ihrer eigenen Vergangenheit, egal. Und sie sagen, nee, so geht's nicht weiter. Ich bin nicht bereit, diese Gewalt weiter auszuüben.
Und dann beginnt ein Umdenkungsprozess. Also ich möchte lieber sagen, ein Umfühlungsprozess. Der ist natürlich schwierig. Der bedarf dann der Begleitung. Und da könnte es sein, dass einige dieser betroffenen Mütter und Väter beispielsweise irgendwo von mir hören. Das ist ein Beispiel, ja? Mhm. Dass sie dann zu einem Vortrag kommen oder zu einem der Werkstattgespräche kommen, die meine Kollegin Franziska Klinkicht und ich, wir gemeinsam organisieren, so wie jetzt in Hamburg gewesen. Das heißt, da kommen dann Eltern mit ihren Kindern? Da kommen Menschen, die betroffen sind und die da gerne eine Lösung zur Erlösung finden möchten. Und da werden wir über die Situation reden, über die rechtlichen Möglichkeiten, über die Fallen, die es zu beachten gibt und gilt, über die Chancen, über die Gefahren. Dies wird dann thematisiert. Und dann ist es wie ein Erwachen nach einem bösen Traum. Die letzte Bastion, die es noch gibt, ist die Schule. Und auch die wird fallen, weil die einfach kontraproduktiv, sinnwidrig, anerkanntermaßen nichtsbringend und nicht mehr möglich, nicht mehr tragbar. Haben Sie eigentlich dann Feedbacks von diesen Familien und Kindern, wie diese Kinder sich weiterentwickelt haben, wenn die Schule plötzlich weggefallen ist? Also ich begleite einige Familien und ich habe Feedback sind vielleicht übertrieben oder zu wenig. Ich beobachte einiges. Mit einigen bin ich nicht ganz glücklich, aber das spielt keine Rolle. Es gibt immer eine Phase der Erholung, die notwendig ist, um sich dann wieder zu regenerieren. Aber im Großen und Ganzen sind das Menschen wie du und ich mit dem einzigen Unterschied, dass sie eben nicht zu Unzeiten gewisse Dinge machen müssen, sondern die Möglichkeit haben, Dinge zu tun. Und das Interessante ist, es sind die genialsten Menschen. Wir wissen beispielsweise aus Untersuchungen der USA, dass inzwischen die Universitäten diese unverschulten Menschen suchen, die ja besonders kreativ, die besonders aktiv sind und die in der Lage sind, dann, sage ich mal, das freiheitliche Amerika, wollte ich sagen, noch sozusagen weiterzubringen. Also wir sind jetzt etwas weiter weg von den letzten Wahlen, aber trotzdem, in den Staaten haben die besseren Universitäten wirklich sich mittlerweile den Unverschulten geöffnet. Und das Interessante ist, es gibt ja mittlerweile Studierende an solchen Elite-Universitäten, die 14 sind, die 15 sind, weil die dann einfach potent sind, weil die von Anfang an sich für etwas haben begeistern können. Und Begeisterung, das ist ein Begriff, den Gerald Hüther gerne gebraucht. Professor Dr. Gerald Hüther, genau. Der Hirnforscher. Genau, ja. Gehirnforscher. Gerald Hüther spricht von der Begeisterung als Motor. Und das Interessante daran... Als Dünger quasi fürs Hirn. Ja, als auch. Dünger fürs Hirn. Aber dadurch natürlich auch für mehr als nur fürs Hirn. Das Interessante ist, wenn wir uns von der für mich negativ besetzten Begrifflichkeit Lernen verabschieden, wenn ich rede gern vom Entdecken, vom Forschen, vom Finden, vom Auseinandersetzen und so weiter, entdecken wir, dass Menschen das, was sie im Leben brauchen, auf oft sehr chaotische Weise entdecken. Aber in einer unheimlich effizienten Art. Nach dem Motto, wenn sie es entdeckt haben, dann sind sie auch Feuer und Flamme und vergessen es nie wieder. Alan Thomas beschreibt, den ich vorhin erwähnte, aus Großbritannien, beschreibt in seinen Publikationen Menschen, die erst sehr spät das Lesen entdeckt haben, aber mit 18 haben sie mehr gelesen als alle Schülerinnen und Schüler zusammen. Das geschieht einfach. Und dann passiert es, dass die Tochter um 6 Uhr morgens aufwacht, weil sie ihr Buch fertig lesen will. Ich habe gerade letzte Woche in seinem neuen Buch so eine wunderbare Stelle gefunden von einem Mädchen, das erst mit 12 Jahren das Lesen entdeckt hat. Und dann hat sie Harry Potter Roman angefangen, hat sie innerhalb von wenigen Tagen, ich glaube die 6 oder 7 Harry Potter Romane in einem Stück gelesen. So, einfach so, fast Tag und Nacht.
Und seitdem liest sie. Sie ist besessen. Währenddem wir feststellen, dass Menschen, die in der Schule was lernen, und ich betone nochmal, lernen ist für mich ein schulischer Begriff, ja, dass Menschen in der Schule was lernen, es vergessen. Vergessen ist die Selbst, ist der Selbstreinigungsprozess des Organismus. Man wirft die Sachen raus, die man nicht braucht. Es ist nachgewiesen, dass sechs Monate nach dem Abitur die meisten Menschen das, was sie im Abitur gebraucht haben, wieder vergessen haben. Ist ja auch bei der Fahrschule so, die theoretische Prüfung, das hat sich kein Mensch gemerkt. Eben. Die Praxis bringt es. Eben. So, wofür dann diese Plackerei? Wofür dieses ganze Programm? Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, wird auch durch diese Revolution sich unsere Gesellschaft komplett verändern, weil wir haben plötzlich dann keine Versager mehr. Ja, ich habe nur ein Problem mit dem Begriff Revolution. Es ist keine Revolution, es ist mehr als das. Eine Revolution ist für mein Sprachgebrauch das Umsetzen von etwas in etwas anderem. Das hier ist ein Ausbruch, hier ist eine Evolution. Hier geht es um wesentlich mehr als nur eine Revolution. Hier ist wirklich ein Bekenntnis zum Leben und zum Menschen. Und zur Liebe natürlich. Und das hat ja, weil wir eben auch schon beim Thema Hirnforschung waren, die Hirnforschung auch bewiesen. Also die Hirnforschung hat ja letztendlich bewiesen, dass die Art und Weise, wie wir die Dinge beigebracht bekommen in der Schule, eben nicht dazu führt, dass wir am Ende die intelligenteren, die empathischeren, die wissenderen Menschen sind. Wissen Sie, Sie nennen jetzt diesen Bereich, eigentlich müssten wir wesentlich andere Bereiche hinzufügen. Eigentlich ist alles bewiesen. Das Drama ist, es gibt einen offensichtlich unüberwindlichen Graben zwischen der Welt der Erkenntnisse auf der einen Seite und der Praxis der Betonköpfe in den Behörden. Wir leben in einer immer noch freiheitlich-demokratischen Gesellschaftsform. Ich brauche keine politischen und demografischen Mehrheiten, um eine Schulpflicht zu kippen. Es bedarf einer entschiedenen Person, die da das konsequent durchsetzt, bis zu den höchsten Stufen der Justiz, bis das Bundesverfassungsgericht dann sozusagen den Ländern gebietet, dass das als verfassungswidrig nicht weiter durchgeführt werden darf. In Ihrem Buch Saat der Freiheit beschreiben Sie das so, dass die Revolution, okay, die Evolution, der Ausbruch von den Kindern ausgeht. Ja, in meinem Buch beschreibe ich, wie der Ausbruch von dem jungen Menschen ausgeht, nicht vom Kind, tut mir leid. Ich merke schon, ich muss mein komplettes Vokabular nach diesem Gespräch ändern. Ja. Ich möchte Sie herzlich dazu einladen. Ich bin bereit dazu. Gut, von dem jungen Menschen ausgeht und von wem denn sonst? Von dem jungen Menschen, der von seinen liebenden Müttern und Vätern unterstützt wird. Ja klar, was denn sonst? Wenn wir als Erwachsene uns dafür einsetzten, würde uns das System vorwerfen, dass wir ja besserwisserig ein anderes System durchsetzen wollten. Wollen wir gar nicht. Ich will ja dem System Schule nicht sagen, ich bin zu Hause besser, denn das wäre ja häusliche Beschulung. Und das lehne ich grundsätzlich ab. Ich bin nicht für häusliche Beschulung. Das war ja vorhin Ihre Aussage, ob die dann zu Hause sind. Nein, natürlich nicht. Natürlich sind sie nicht so. Sie haben ja viel Besseres zu tun. Es ist viel zu langweilig, dröge und blöd zu Hause sein. Die Welt ist doch viel zu interessant, um nur zu Hause zu hocken. Natürlich nicht. Selbstverständlich nicht. So. Und was ich damit sagen will, ja, selbstverständlich geht das von den jungen Menschen aus. Das ist übrigens das Neue und das möchte ich, danke für den Hinweis, das möchte ich gerne aufgreifen. Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe wurde in den letzten 50 Jahren immer wieder von Familien aufgefordert, ein Urteil zu fällen und das Bundesverfassungsgericht hat es immer abgelehnt. Warum? Weil es immer um die Widersprüchlichkeit von Artikel 6 des Grundgesetzes, Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutz der staatlichen Ordnung, gegenüber Artikel 7, das gesamte Schulwesen steht unter der Aufsicht des Staates. Diesen Widerspruch will das Bundesverfassungsgericht nicht auflösen. Wenn ich es bitte sehr salopp formulieren darf, es hat die Schnauze voll. Warum? Weil diese Familien, die geklagt haben, sehr oft religiös fanatische Familien sind.
Das heißt, das Bundesverfassungsgericht fürchtet sich vor der Möglichkeit der Sekten, die sich bilden würden, am Rande des offiziellen Stromes der Normalität. Das Bundesverfassungsgericht ist aber noch nie damit konfrontiert worden, dass ein junger Mensch sagt, hallo mal, ich bin Mensch, mir stehen meine Menschenrechte zu und ich habe Nein gesagt. Hallo, ich habe Nein gesagt, habt ihr es gehört? Das ist die Neue, das ist das Neue. Und darauf setze ich. In jedem Menschen schlummert ja letztendlich auch ein einzigartiges Talent. Und wenn ich den Sinn des Lebens, um jetzt nochmal viel weitgreifender zu schauen, richtig verstehe, dann liegt ja im Sinn des Lebens eben auch genau die Entdeckung dieses Talentes. Also, dass jeder eine besondere Aufgabe hat, mit der er auf diese Welt gekommen ist, das ist jetzt zum Beispiel meine Grundannahme der Dinge. Und wenn das tatsächlich so ist, hätten wir ja am Ende 100% Menschen, die zufrieden und glücklich sind. Ja, ich bin fast mit Ihnen einverstanden. Nur ein kleines Detail. Jeder Mensch hat nicht nur ein Talent, sondern viele. Ja. Das heißt, es geht nicht nur darum, dass jeder Mensch sein Talent, sondern seine Talente entdeckt. Und die sind vielfältig. Der Mensch ist sowas von, ich möchte sagen, multiform und wird durch die schulische Uniformität durchgedrückt, bis er nur noch, ja, uniform ist. Und das ist furchtbar. Welch ein Drama. Wir haben, ich sage immer, der Mensch ist wie das Auge eines Insektes, facettenreich. Und das wird so lange geschliffen, bis nur noch ein Block entsteht, was völlig amorph ist, leblos. Wofür? Warum? Wir brauchen im Gegenteil dringender denn je das Kreative, das Lebendige, das Aktive. Menschen sind aber eigentlich so. Wofür diese Gewalt? Sie werden von der Schule eben kaputt gemacht. Die werden in der Schule im Auftrag eines Systems kaputt gemacht. Die Schule ist nicht die Schule ist ja nur die Spitze eines Eisberges. Aber wenn die Spitze nicht da ist, funktioniert das ganze Eisberg nicht mehr, also das ganze System nicht mehr. Und wenn dieses ganze System in sich zusammenbricht, besteht aus Ihrer Sicht die Möglichkeit wirklich, dass wir zu 100% friedlich leben? Oder gehört am Ende, ich sage mal, die dunkle Seite nicht auch grundsätzlich zu unserer Seelenerfahrung dazu, unter dem Aspekt, dass ja alles immer in einer Polarität stattfindet? Also wenn ich das Universum richtig verstehe, meine Oma hat schon damals immer gesagt, die Sonne muss untergehen, damit sie aufgehen kann. Man muss irgendwie mal gefroren haben, um Wärme empfinden zu können. Also gehört, ich sage mal, ein gewisser Teil Leid nicht auch dazu, um am Ende wiederum das Gegenteil erfahren zu können? Zwei Sachen, zwei Punkte zu dem, was Sie gesagt haben. Erstens bin ich nicht Prophet und nicht Missionar. Ich kann also nicht sagen, wo es lang gehen wird. Ich kann nur sagen, wo es nicht lang gehen kann. Und das, was wir im Moment haben, kann nicht gut gehen. Das Zweite ist, dieses System hegt im Moment dieses Dunkle, um angeblich das Lichte hervorzuheben, was aber eben nicht passiert. Es gibt in der Jungschen Analyse nach C.G. Jung gibt es den Begriff des Integrierens, des Schattens. Und da würde ich gerne darauf zurückkommen, weil es von großer Bedeutung ist. Ja. Natürlich ist der Schatten Bestandteil des Lebens, des Lichtes. Wenn wir aber diesen Schatten dissoziieren von der Person, von der Persönlichkeit oder vom Leben und wir machen den Schatten zum Teufel, sprich die Hexen, oder was anderes, die Neger oder die Juden oder wer auch immer, die Ausländer, die Flüchtlinge, wie auch immer. Ja? Dann multiplizieren wir den Schatten. Ja. Genau. Der Mensch neigt aber dazu, von seiner Natur, es gibt immer Ausnahmen, aber er neigt dazu, diese unangenehmen Aspekte in sein Wesen zu integrieren und sie zu betrachten, nicht sie zu leugnen. Das heißt, es geht mir nicht darum, ob Menschen Ängste hegen oder nicht. Es geht nur darum, dass er die Ängste nicht leugnet, sondern dass er dazu steht. Dass man sie annimmt. Dass man sie annimmt. Nicht dagegen kämpft. Ja. Aber das System versucht uns zum Kämpfen zu animieren. Genau, und ich nicht. Ich versuche den Menschen die Möglichkeit zu bieten, sich zu versöhnen. Und dieses Sich ist sowohl auf die Person an sich bezogen, wie auch
über das Ganze. Ich kann nicht sagen, ob wir dann eine Welt des Friedens haben werden, aber wir werden auf jeden Fall nicht eine Welt des gesäten Unfriedens haben, die wir jetzt haben. Denn im Moment wird diese Gewalt ja geradezu gesät gezüchtet, und gezüchtet. Ja. Aber diese Gewalt bedient ja eben auch einen großen militärischen, industriellen Komplex, der ja im Moment vom System gewollt ist. Ja, und wo führt das hin? Wollen wir die apokalyptische Atomexplosion? Eben wollen wir nicht. Den Untergang oder was? Wir sind doch da auf einem, wir tanzen auf einem Vulkan. Das ist doch absolut selbstmörderisch. Ja, und das frage ich mich, ob die Leute, die davon profitieren, also laut neuester Oxfam-Studie ist es ja so, dass irgendwie 64 Superreichen die Hälfte der Welt gehört, zwar der ärmere Teil, aber ja dennoch kein schlechtes Ergebnis. Ich tippe mal, da wird der ein oder andere dabei sein, der dieses Geld mit Waffen verdient. Ja. Da fragt man sich ja, es gibt ja nur diese eine Welt. Also wo will der hin, wenn es die Welt nicht mehr gibt? Also wenn uns irgendwie durch eine Atomexplosion alles um die Ohren fliegt, hat ja auch dieser Superreiche ein Problem. Und da frage ich mich, ist denen das nicht bewusst? Also hat da mittlerweile die Gier das Hirn zerfressen? Ich möchte mich dazu lieber nicht äußern, weil es nicht in meinen Kompetenzbereich fällt, zu beurteilen, was diese Typen eigentlich für eine Mentalität haben. Ich glaube, dass es da genügend Untersuchungen gibt, um psychologisch und sozialpsychologisch darzustellen, was es für Charaktere sind, die einfach blind sind. Blind, einfach blind, verblendet und sie sind letztlich Opfer eines Systems und merken es nicht. Das Einzige, was sie von den anderen unterscheidet, ist, dass sie noch machtvoll sind und über die Gewalt verfügen, um ihre Verblendung durchzusetzen. Aber brauchen wir uns darüber zu unterhalten? Eigentlich nicht. Es ist völlig idiotisch aus meiner Sicht. Es spielt eh keine Rolle. Die Frage ist, dauert es noch 5 Jahre oder dauert es nur 3 Jahre oder dauert es 10 Jahre, bis das ganze System hops geht? Oder aber gelingt es uns vorher auszubrechen? Lassen Sie mich nur ein historisches Beispiel bringen, um das zu verdeutlichen. 1988 gab es ein NATO-Treffen. Und dabei wurde darüber nachgedacht, wie jetzt die nächsten 10, 20 Jahre aussehen könnten in Bezug auf den Ostblock. Da hat überhaupt niemand innerhalb der NATO damals auch nur daran gedacht, dass der eiserne Vorhang, sprich die Mauer, zusammenbrechen könnte. Und 1989 war die Mauer weg. Hat einfach niemand vorgesehen. Es war nicht planbar. Diese Betonköpfe innerhalb der NATO haben die Welt für die nächsten 100 Jahre nach dem System, nach dem Ost-West-System, nach dem Widerspruch organisiert. Und da irgendwann haben die Menschen dann 88, 89 gesagt, nö. Und die als unverbrüchlich geltende DDR war von heute auf morgen weg. Ich sage nicht, dass das, was entstanden ist, dass das besser war, darum geht es mir nicht. Aber in dieser Phase des Ausbruchs ist ein Moment des Widerstandes gewesen. Jetzt mir eine Nebenbemerkung erlauben an dieser Stelle. 25 Jahre später hat unser noch amtierende Bundespräsident Joachim Gauck in Leipzig eine Rede gehalten zum Gedenken der 25 Jahre des Aufstandes Nikolaikirche in Leipzig. Und diese Rede am 7. Oktober habe ich gehört. Und die hat mir imponiert. Und ich habe gedacht, eigentlich seltsam, was er da über die DDR sagt, lässt sich doch eigentlich auf die Schule übertragen. Und dann habe ich diese Rede umgeschrieben und alles, was auf die DDR, auf das SED-System bezogen war, habe ich auf die Schule angewandt. Und die Namen habe ich ein bisschen verändert, man kann sie wiedererkennen, was ursprünglich gemeint war. Und die habe ich publiziert in meinem Buch Frei sich bilden. Und das ist erstaunlich. Das ist einfach toll. Sie haben ungefähr ein Drittel an Text, was ungefähr kursiv geschrieben ist. Dann wissen Sie, das ist, was ich vorgenommen habe. Aber 2 Drittel der Rede von Joachim Gauck in Bezug auf das System der DDR und auf die gesellschaftlichen Bedingungen und auf die Befreiung, 2 Drittel lassen sich wortwörtlich beziehen auf den Ausbruch aus der Beschulungsideologie. Das ist kolossal.
Was machen wir denn mit den ganzen Lehrern, mit den ganzen Schulbehörden? Also ich sag mal, gibt es von Ihnen eine Utopie oder eine Vision in 30, 40 Jahren, dass die Schulen nicht mehr Schulen sind, sondern, wie es Professor Gerald Hüther so schön jetzt gegründet hat, eine Akademie für Potenzialentfaltung? Also sind das dann alles kleine Akademien für Potenzialentfaltung und stellen einen Rahmen, in dem der Einzelne zu dem werden kann, wofür er hier ist? Oder ist das aus Ihrer Sicht nicht möglich, gar nicht möglich, und jeder sorgt für sich selbst? Erstens habe ich das in dem von Ihnen vorhin genannten Buch Saat der Freiheit versucht darzustellen, aus der Sicht des Jahres 2049 zum 100-jährigen Geburtstag des Grundgesetzes. Das Buch ist ja in Form einer Rede geschrieben. Genau. Zweitens, frei sich bilden ist ein Vorgang, der nicht nur örtlich gebunden ist. Das heißt, wir bedürfen der Akademien, der Einrichtung, wie ich sie nenne, nur sekundär. Sie sind Instrumente, sie sind nicht Ziele. Sie sind uns dienlich. Sie unterstützen uns. Wir sind aber nicht da, um Kunden von Akademien zu werden. Wenn ich Subjekt bin, möchte ich, dass es die Möglichkeiten gibt, die mir zur Verfügung gestellt werden. Das können die von Ihnen zitierten Akademien sein, das können Werkstätten sein, das können Büchereien sein, das können aber auch Mitmenschen sein, das kann auch einfach die Straße sein. Ich bilde mich ja auch, wenn ich durch die Straße gehe. Ich sehe Straßenschilder, ich sehe Nummern, ich sehe Verkehr, ich sehe Müllwagen, ich sehe Straßenbahn, eine Vielzahl. Ich lebe ja nicht auf dem Mond oder wie ich sage, auf dem Stern, sondern ich bin ja in dieser Welt. Die regt mich an. Und dann möchte ich noch etwas ganz Wesentliches noch formulieren. Der Begriff frei sich bilden, dieses Sich, dieses rückbezügliche Sich, auf das ich so großen Wert lege, ist kein egoistisches, egozentrisches, egomanisches Ich. Dieses Sich bezieht sich auf die menschliche Natur. Die ist aber von Natur aus solidar und sozial. Das heißt, es gibt kein Ich ohne ein soziokulturelles Umfeld. Es geht mir nicht darum, laute egozentrische Genies zu züchten. Das wäre ja furchtbar, das wäre ja krank. Darum geht es mir nicht. Sondern es geht mir darum, dass der potente Mensch sich entfalten kann in einem Umfeld. Und dieses Umfeld spielt natürlich eine Rolle. Lass uns doch bitte mal dieses aus der Negativität betrachten. Wir haben heute die Situation, dass Menschen, die eigentlich vielfältig orientiert sein könnten, zentriert sind auf eine Schule. Und da in diese Einrichtung, in diese Institution alles entdecken sollen, was für sie nicht von Belang ist in dem Moment oder in dieser Form. Und dann kommen sie nach Hause und was haben sie zu Hause? Schon wieder nur die Uniformität. In dem Fall ersetzt durch Computer und Fernseher. Smartphones. Das kann nicht gesund sein. Der Mensch ist eigentlich ein vielfältiges Wesen und das sollten wir berücksichtigen und dem Rechnung tragen. So einfach ist es. Herr Stern, wenn jetzt jemand diesen Weg mutig gehen möchte, und ich kann als Grundlage wirklich nur dieses Buch empfehlen, Saat der Freiheit, das ist eine tolle Grundlage, ein toller Einstieg in dieses Thema. Und mir ist es auch so gegangen, ich habe 10 Seiten gelesen, dachte am Anfang wirklich, das ist eine Utopie, aber wenn man es ganz liest, dann weiß man, das ist die Realität und so wie wir es leben, ist eigentlich die Utopie. An wen kann man sich wenden? Es gibt, glaube ich, keinen Weg. Es gibt verschiedene Wege, wobei ich erstmal sagen möchte, da gibt es einen schönen Spruch des spanischen Schriftstellers Antonio Machado: Wandere, es gibt keinen Weg, du machst den Weg, indem du ihn gehst. Nun möchte ich mich ja nicht hervorheben in einer Art und Weise, die ich auch gar nicht erfüllen kann. Auch mein Tag hat nur 24 Stunden und da gibt es auch ein paar Stunden, in denen ich schlafen muss. Es läuft nicht alles über mich, aber Sie können gerne mich einblenden mit meiner Adresse, sodass Menschen sich an mich wenden können. Was mir wesentlich erscheint, ist,
die Erfahrung, die ich gemacht habe, dass Menschen, die Interesse haben, da auszubrechen, sich gemeinsam treffen, sich zusammentun, Selbsthilfegruppen bilden beispielsweise. Ich merke das an der Zahl der von Franziska Klinkisch und mir veranstalteten Werkstattgespräche. Es gibt mehr Anfragen, es gibt mehr Interesse und im Nachhinein eine ungemeine Aufruhr, eine Aufruhrstimmung. Das ist so wie ein Erwachen. Aber der Weg läuft dann nicht nur über uns. Also wir sind dann nicht die Spezialisten, die unentbehrlich werden, sondern wir sind allenfalls Begleiter an der Stelle, wo wir wirklich gebraucht werden. Und ich glaube, dass es sich beschleunigen wird jetzt im Moment der Prozess. Ich glaube aber auch, dass es bald, sehr bald, einen grundlegenden Wandel geben wird. Das heißt, es ist nicht notwendig, dass wir hier Mehrheiten erlangen. Ich erwarte nicht von 40 Millionen bundesdeutschen Bürgerinnen und Bürgern, dass sie die Erkenntnis haben und dass sie auf politischem Wege für einen Wandel sorgen. Ich erwarte nur von einigen entschlossenen, unmutigen Menschen, unmutig, nicht mutig, da lege ich Wert drauf, von einigen unmutigen Menschen, dass sie konsequent sind, konsequent bleiben und damit das System zu Fall bringen. Weil es gute Argumente gibt und weil das System keine Argumente hat. Das Problem ist, die bisherige Beschulungsideologie beruht auf Lügen. Auf Lügen, die einfach tradiert werden, aber Lügen werden durch Wiederholung nicht wahrer. Und wir vermögen es, Lügen zu entlarven. Und zu den Lügen gehört zum Beispiel die Vorstellung, dass das Schulsystem reformierbar sei. Es gibt keine mögliche Reform der Schule, weil die Reform der Schule eine Schule ist. Ich sage auch, die Reform eines Gefängnisses ist ein Gefängnis. Wollen wir ein Gefängnis oder wollen wir es nicht? Wenn die Reform der auf Krankheit beruhenden Medizin die Medizin ist, dann wollen wir die nicht. Wir wollen nicht die Krankheit hegen und pflegen. Wir wollen uns nach der Gesundheit richten. Was ist denn daran utopisch, sich nach der Gesundheit zu richten? Wir werden geboren als potenziell gesunde Wesen. Und wir sind aufgefordert, diese Gesundheit zu hegen und zu pflegen. Und wir sind als Gemeinwesen dazu verpflichtet, Menschen, denen es gerade nicht gut geht, beizustehen. Das heißt noch lange nicht, dass wir deshalb Menschen unterstützen, die krank sind und in ihrer Krankheit belassen. Das heißt nur, dass wir dafür sorgen müssen, dass sie nicht erbarmungslos der Krankheit ausgeliefert werden. Das ist was völlig anderes. So, und jetzt sage ich auch, wir sind in der glücklichen Situation, gute, triftige Argumente zu haben für das Vertrauen in den Menschen, auch in den jungen Menschen. Und wir haben gute, triftige Argumente gegen das jetzige System und das Schulsystem. Vielen Dank für dieses tolle Gespräch, für dieses positive, aufrüttelnde Gespräch. Ich denke, dass alle, die dieses Gespräch sehen, davon infiziert werden, diesen Gedanken weiterzutragen und mutig zu sein. Ich glaube, das ist es, das, worauf es am Ende ankommt. Und in Ihrem Buch Saat der Freiheit gibt es so eine schöne Stelle, da geht es darum, wenn Kinder sprechen lernen. Das macht es ja auch nochmal ganz deutlich. Eigentlich macht der Mensch keine Fehler. Ja, vielen Dank. In der Tat gibt es ja in der Logik der Sprache Dinge, die wir uns nicht erklären können. Also, es heißt, ich esse, ich habe gegessen. Folglich heißt es, ich gehe, ich habe gegeht. Ja, aber, völlig naheliegend. Ja, aber das schreit ja alles in uns nein. Und warum entdeckt der junge Mensch in den ersten Lebensjahren, dass es nicht heißt, ich habe gegeht, sondern ich bin gegangen? Das ist so. Das zeigt doch, dass das frei sich bilden kein individualistischer, logischer Vorgang ist, sondern ein chaotischer Prozess. Ein chaotischer Prozess, der selbstverständlich voraussetzt, dass es um ihn herum Menschen gibt, die triftigerweise sagen, ich bin gegangen und nicht logischerweise, ich habe gegeht. Und wir könnten viele solche Beispiele
nennen, die also aufzeigen, was uns auch die Beispiele, die Gehirnbiologen, also Neurobiologen uns aufzeigen, wie genial der Mensch ist. Ich bringe noch ein Beispiel. Der Mond erhält die Nacht oder der Mond erhält die Landschaft, die Mutter erhält ein Geschenk. Zweimal exakt derselbe Klang. Erhält. Erhält. Warum verstehen wir, was gemeint ist? Warum verstehen wir, dass nicht der Mond ein Geschenk erhält und nicht die Mutter die Landschaft hell macht? Ja, weil unser Gehirn einfach so ist, weil wir als Menschen so sind. Wir sind so. Das Problem, um es nochmal zu verdeutlichen, ist, wenn Menschen einer Zwangsbeschulung unterworfen worden sind, sollten sie nach gewissen Kriterien dies und jenes entdecken, und das tun sie nicht. Typisches Beispiel, um das veranschaulichen: Nehmen Sie mal Verschulte und bringen Sie in ein anderes Land. Ich habe Deutsche erfahren in England, in englischsprachigen Ländern. Sie waren total gelähmt. Sie haben 6, 7 Jahre Englisch gehabt in der Schule, manche sogar im Kindergarten. Ich muss ja immer lachen, wenn in schwäbischen Kindergärten dann Englisch gelehrt wird mit einem schwäbischen Akzent. Ja, weil die schwäbische Erzieherin natürlich Englisch mit ihrem schwäbischen Akzent spricht. Gut, aber das ist jetzt nur als kleine Randbemerkung. So. Und dann kommen also diese Menschen ins, in ein englischsprachiges Land und sollen reden. Geht gar nicht, sie sind nur blockiert. Sie haben alle unregelmäßigen Verben, haben sie alle auswendig gelernt. Nur reden können sie nicht. Verstehen können sie auch nicht. Sie können überhaupt nicht, sie sind nur gelähmt. Es ist furchtbar. Hätte man sie in Ruhe gelassen, hätten sie in 3 Tagen im Kontakt mit Gleichaltrigen, das erleben wir am Strand, ja, hätten die Kontakt geknüpft und würden sofort die Sprache der anderen entdecken. Weil sie sich dann dafür begeistern. Ja, natürlich, klar, weil sie, wie es heißt, motiviert sind. Ja. Stattdessen haben wir jahrelangen Unterricht, von dem wir wissen, er bringt nichts. Wofür? Was für ein Drama, was für eine Vergeudung, was für eine Verschwendung. Von Lebenszeit. Und von Geld. Ja. Und von allem. Wofür? Herr Stern, vielen Dank. Ich freue mich wie immer auf eure konstruktiven Kommentare. Bis bald bei 100 Monkeys. Tschüss.